Kapitel 12. Auf den Spuren der Familie. Für nun kehren wir jedoch wieder etwas in der Zeit zurück. Und zwar nach Trubelstadt, zu jener Zeit, zu der das Team um Soll endlich in der Stadt ankam. Wie der Name dieses Ortes bereits verriet, trieben sich viele Pokémon hier herum, alle beschäftigt mit ihrem Alltag. Das war zumindest, was Mew erzählt hatte. Die Realität war eine andere. Da der Hafen nicht erreichbar war, wie die Gruppe ja selber hatte feststellen müssen, konnten viele Pokémon, die nicht bereit für einen großen Umweg waren, derzeit nicht zurück in die Stadt reisen, wenn sie für Missionen des Forscherteams unterwegs waren. Gleichermaßen versuchten jene Pokémon, die noch in der Stadt und in der Nähe lebten, ihre Behausungen so selten wie möglich zu verlassen, um nicht durch den strömenden Regen laufen zu müssen. Also, Flamme ist hierher gereist, meinst du, nicht Mew? Hast du irgendeine Idee, weshalb? Nicht wirklich. Ich glaube, er hat hier irgendwas von Information gemurmelt oder so. Fast als hätte ich die ihm nicht geben können. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich denken, dass das Pokémon nicht glaubt, dass meine Informationen perfekt sind. Was aber unter keinen Umständen Sinn macht. Nun, wenn er für Information hier ist, dann dürfte unser erstes Ziel eindeutig sein, oder? Zumal, wenn Flamme sich hier in der Stadt niedergelassen hat, wird er entweder im Rasthaus ein Lager gefunden haben oder beim Forschungsteam. Und sie kennt diese Welt am besten. Das heißt, wenn Flamme etwas wissen will, dann geht er auch zum Forschungsteam. Wenn wir dorthin gehen, haben wir am wahrscheinlichsten Erfolg. Und wenn nur irgendjemanden ihn im Ort gesehen hat. Forscherteam? Ist das was Ähnliches wie die Gilden, die es in manchen Orten gibt? Und so etwas wie die Retterteams in Weltenbaum des Lunaren. Ja. Der einzige wirkliche Unterschied ist, denke ich, der Fokus. Retterteams fokussieren sich aufs Retten, Erkundungsteams wollen neue Orte finden. Forscherteams wollen Gegenstände und Orte erforschen, um Fortschritt für die Pokémon zu erreichen. Darkrai wirkte beinahe etwas amüsiert von diesem Wissen. Da hat wohl jemand ziemlich viel gelernt. Du weißt ja einiges über die verschiedenen Organisationen. Gerade dafür, dass du am Ende ja doch nie Teil einer Gilde warst. Aber meine Eltern waren es. Und ich habe oft Zeit mit dem ehemaligen Gildenmeister Hubbelup verbracht. Ich habe sogar sein Schiff übernommen, bis ich auf die Reise gegangen bin. Du hast ein Schiff? Warum hast du es denn nicht mitgenommen? Wir wären doch viel schneller damit gewesen. Ja. Nicht jeder von uns ist in der Lage, Schiffe zu transportieren, Mew. Zumal es öfter ein Hindernis wäre als eine Hilfe. Anders als die Pokémon des Forscherteams. Also los, Mew. Geh du doch voran. Du warst immerhin früher selber einmal Mitglied. Wirklich? Was hast du denn im Forscherteam gemacht, Mew? Geholfen habe ich natürlich. Ich habe euch doch auch schon erzählt, dass ich damals mit Floyd und Bisasam gereist bin. Nun, also das war eigentlich nur halb korrekt. Darkrai hatte der Gruppe erzählt, dass Mew mit Floyd und Bisasam gereist war, aber eine Korrektur hatte wohl wenig Zweck. Und die beiden waren damals im Forscherteam noch die einzigen beiden Junior-Mitglieder? Junior? Waren sie damals wirklich so jung? Ich habe sie mit den anderen Helden gesehen, also Floink zumindest. Sie wirkten nicht jünger als zum Beispiel Latias und Latios. Vergiss nicht, Funkenherz. Diejenigen, die du kennst, sind nur halbwegs dieselben Pokémon wie die einstigen Helden. Sie wurden wiedergeboren. Deswegen sind sie aber auch gleich alt oder zumindest sehr ähnlich im Alter im Weltenbaum des Sternlichtes. Im Angesicht von Jahrtausenden sind diese wenigen Jahre wirklich sehr ignorierbar. Wobei Floink und Bisasam tatsächlich genau gesehen sogar die ältesten der beiden Helden wären. Immerhin war dieser Weltenbaum der erste, den es von den heutigen Weltenbäumen gab. Nach ihm folgten Forst, Luna
und schließlich Sturm. Und am Ende natürlich das Sternenlicht. Eine kleine Geschichtsstunde war ja schön und gut. Aber wichtig war, womit sie begonnen hatten. Dem Fakt, dass Miyu das Forscherteam kannte. Wenn sie dort Flamme gesehen hätten, dann würde die Gruppe um Solles nun erfahren. Es stellte sich heraus, dass die Spur eine genau richtige gewesen war. Nach kurzen Begrüßungen durch die paar wenigen Mon, scheinbar waren viele Mitglieder des Teams durch den Sturm auf anderen Kontinenten gefangen, erfuhr Soll, dass Flamme selbst das Forscherteam auf der Suche nach Informationen besucht hatte. Und jene Informationen handelten von genau einem Thema. Hitze. Scheinbar, wie alle, die das hier hören, bereits wissen, war Flamme auf der Suche nach dem heißesten Ort. Und das Forscherteam hatte von der Vulkaninsel berichtet. Doch auch taten sie dies alleinig unter größter Vorwarnung. Vorwarnung vor Entei natürlich. Die Vulkaninsel also. Da müssen wir dann hin. Hin? Zur Vulkaninsel? Aber Entei... Offensichtlich war Ampharos, der Leiter des Forscherteams, nicht mit allen Pokémon aus Solls Team bekannt. Oder nicht bekannt genug. Entei wird uns nicht aufhalten. Ich kenne ihn selber. Und vor allem kennt er mich. Er mag gewisses Ego haben, doch er kam bisher nie auf die Idee, einen Boten der Weltengeister zu stören. Zumal er auch weiß, dass ich seinem Vulkan keinen Schaden möchte. Wir sollten uns allerdings beeilen. Denn für Flamme wird wahrscheinlich nicht selbiges gelten. All jene, die dies gerade lesen, wissen natürlich bereits, dass Sorgen um Flamme eher haltlos wären. Man sollte sich wohl eher Gedanken um Entei machen. Allerdings konnte natürlich Solls Gruppe dies nicht wissen. Worauf warten wir dann noch? Zur Vulkaninsel brauchen wir wieder ein Lapras, richtig? Korrekt. Aber das müsste eigentlich von hier aus zu schaffen sein. Die Strömungen, die unseren Hinweg störten, liegen in der anderen Richtung als die Vulkaninsel. Ampharos, weißt du, ob gerade ein Lapras am Hafen wartet? Also, ich glaub schon. Sie kommen ja alle nicht weg, da werden sie wohl einfach dort warten. Aber habt ihr gerade nicht eben selber gesagt, dass sie wegkommen? Sonst könnten wir auch selber gar kein Lapras nehmen. Nun, es war ein extremer Ausnahmefall. Denn tatsächlich hatte Soll ausnahmsweise sich mal dieselbe Frage gestellt wie Miyu. Sie würden schon wegkommen, aber eigentlich nur zur Vulkaninsel. Vielleicht auch zum Sandkontinent mit genug Umweg, aber die Vulkaninsel ist der einzige Ort, den die Strömung nicht wirklich absperrt. Und darauf, dass die Strömung schwächer wird, konnte die Gruppe nicht einfach warten. Alleine schon, weil Warten dieses Problem nicht lösen würde. Schnell begann also die Weiterreise. Trubelstadt. Ein Ort, welcher seine Besucher sonst gerne lange hielt, würde schon nach Minuten hinter dem Rücken der Reisenden schwinden. Auf einer Reise wie dieser war selbst ein Monument von Stadt nicht mehr als ein kleiner Schritt. Und es dauerte nicht lange, bis Soll sich ein weiteres Mal auf dem Rücken eines Lapras fand. Genau wie letztes Mal teilte er sich dann Platz auf dem Rücken, eigentlich nur mit Funkenherz, teilweise mit Darkrai. Latira und Miu brauchten keine Unterstützung, um Meere zu überqueren. Und Darkrai eben eigentlich auch nicht. Was nicht hieß, dass er und ganz selten Miu nicht manchmal auch die Unterstützung nutzten. Sie waren leicht genug, um sich einfach manchmal auf den Rückenpanzer zu setzen, wenn sie keine Lust mehr aufs Schweben hatten. Ansonsten war die Reise primär von Stille erfüllt. Nun Stille, wenn man den Lärm von Wind und Regen ausblendet, natürlich. Latira schwebte ohnehin nur stumm vorneweg. Darkrai zeigte sich selten als das gesprächigste Pokémon. Miu konzentrierte sich ohnehin auf vieles, aber nicht auf die anderen Pokémon. Und Soll war besorgt. Ja, sie waren seinem Bruder auf der Spur. Aber die Spur führte in eine feindliche Fremde.
ein Ort voller Gefahren für die Sol nicht bereit war. Und so gern das Fukano auch an Flamme glauben wollte, diplomatische Verhandlungen würden nicht stattfinden, wenn Flamme denn dabei war. Und warum das alles überhaupt? Weshalb suchte Flamme einen Ort voller Hitze? Weshalb machte er sich alleine auf die Suche? Und selbst wenn sie ihn finden würden, was... Was dann? Latira hatte immerhin nicht ganz Unrecht gehabt, als sie... Wir werden ihn finden. Was sagtest du? Sol hatte gehört, dass Funkenherz gesprochen hatte. Allerdings war er viel zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt gewesen, um tatsächlich zuzuhören, was sie sprach. Wir werden Flamme finden. Gesund. Und dann überzeugen wir ihn davon, uns wieder zu begleiten. Woher willst du das wissen? Was, wenn nicht? Ich kann es nicht wissen und das weißt du selber. Das wissen wir alle, aber ich kann optimistisch sein und ich kann hoffen. Und manchmal ist das alles, was man braucht. Zumindest für die kurze Zeit, bis wir wieder Sicherheit haben. Du hast wohl recht. Aber was, wenn wir Flamme finden und ich immer noch unsicher bin? Je länger ich drüber nachdenke, desto unsicherer bin ich, ob ich euch alle überhaupt auf die Suche nach Flamme hätte schicken sollen. Ich bin einfach nicht gut im Entscheidungen treffen. Deshalb wollte ich doch auch nie Anführer sein. Und irgendwie will ich Flamme wohl auch suchen, weil ich hoffe, dass er wieder zur Besinnung kommt und uns dann wieder anführen kann. Unsicherheit war ein ständiger Begleiter auf einer Reise wie dieser. Und ganz schwinden würde sie wohl nie. Der Weg ans Ziel war es, Sicherheit im Leben zu finden, selbst im Unsicheren. Und manchmal waren es Pokémon, die diese Sicherheit boten. Ich kann verstehen, dass du diese Rolle nicht unbedingt magst. Und auch, dass du sie gerne loswerden würdest. Aber wenn es dir irgendwie hilft, ich finde, du machst das toll. Zum Anführer sein gehört mehr als nur Entscheidungen zu treffen. Es beinhaltet, stellvertretend für die Gruppe zu stehen und gleichzeitig die Gruppe zusammenzuhalten. Ich habe nur das Gefühl, du sprichst für uns alle und mit uns allen, aber einfach zu selten für dich selber. Sol blieb still. Ich wollte auch noch einfach einmal über das reden, alles was passiert ist, seitdem Flamme weg ist. Bis jetzt habe ich mich wohl immer noch nicht gebührend bei dir bedankt. Für alles einfach. Nicht nur dafür, dass du mich immer noch willkommen heißt, auch dafür, dass du mir einfach die Kraft gegeben hast, endlich die Wahrheit zu offenbaren. Dafür, dass ich sie überhaupt verstehen konnte. Wir kennen uns inzwischen seit ein paar Monaten und was ich sagen will, Sol hörte durchaus zu. Aber ehrlich gesagt gingen die meisten Worte eher an ihm vorbei. Es war für ihn nicht nötig, Dank für seine Taten zu bekommen. Mach dir keinen Kopf darüber. Doch, das mache ich. Seit Wochen. Ich muss mir doch einen Kopf machen. Gerade seitdem ich weiß, auf welcher Reise ich mich jetzt wirklich befinde. Falls wir wirklich alles schaffen, was wir schaffen wollen. Falls wir das Unmögliche möglich machen. Was wäre dann die Zukunft? Zuerst dachte ich, ich würde einfach zurück nach zu Hause kehren und weitermachen, wo ich aufgehört habe. Aber egal was passiert, das werde ich nicht können. Ich verstehe natürlich, dass du dir solche Gedanken machst. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, wie du gerade überhaupt darauf kommst. Wie das mit mir zusammenhängt oder damit, dass ich dir helfe. Vielleicht hast du recht. Funkenherz blickte auf die stürmische See. Nach Sekunden der Stille wusste Sol, dass das Gespräch nun sein Ende gefunden hatte und... Nein! Was sage ich da überhaupt? Ich
rede die ganze Zeit nur umher und es kommt nichts dabei rum, das merken wir beide. Und warum das Ganze? Weil ich meine Gedanken nicht aussprechen will und... oder es nicht kann. Alles, was ich sagen wollte. Soll ich hab wirklich noch nie so jemanden wie dich getroffen. Und noch einmal deutlich weniger jemanden, der mich so versteht, wie ich bin. Und gerade wo wir uns besser kennengelernt haben. Jetzt, wo ich auch wirklich die Gefühle fühlen kann, die ich die ganze Zeit habe. Weißt du, ich mag dich wirklich sehr, Sol. Als Antwort rückte das Vulcano schlicht näher. Waren mehr Worte nötig? Vielleicht. Aber gleichzeitig hatte es alles seine Zeit. Das Wichtigste war, dass die beiden selber wussten, wie sie sich fühlten. Und irgendwann würden sie auch die Worte finden. Für nun reichte es, dass sie gemeinsam hier saßen, auf dem Rücken des Lapras und hinausblickten auf den Vulkan, welcher im Sturm näher rückte. Sie würden Flamme finden. Gemeinsam.